Ey, da ihr meine DIY-Testvideos einfach nur so unnormal feiert, gibt es natürlich mal wieder ein neues. Mein letztes war übrigens das zu dem DIY-Glitter-Slime, also Glitzerschleim, was auch wirklich sehr, sehr gut bei euch ankam. Ich finde es einfach immer wieder so cool, wie wir uns dann in den Kommentaren austauschen können und ihr gebt mir auch immer wieder weitere DIY-Ideen. So war es auch diese Woche, denn ganz viele haben sich einen DIY-Lippenstift aus Kaugummis gewünscht. Davon habe ich vorher noch nichts gehört. Hab dann natürlich aber auch mal recherchiert, weil es eben so viele von euch gesagt haben, dass ich das mal ausprobieren soll. Das heißt, ich wusste ja schon, dass es das irgendwie schon mal geben wird. Und tatsächlich bin ich da auch auf so eine Anleitung gestoßen und das Ganze, ja, machen wir heute einfach mal nach. Und ich habe noch was anderes Cooles zu berichten. Und zwar verlose ich auf meiner Facebook-Seite heute ein Smartphone. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich heiße auf Facebook Xletter. Und wenn ihr auch Facebook habt, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei, denn ich denke, es gibt schlechtere Sachen als ein Smartphone zu gewinnen. Aber jetzt testen wir natürlich erstmal das DIY, ob es klappt, aus Kaugummis einen Lippenstift zu machen. Und übrigens, weil bestimmt viele fragen werden, wozu Kaugummis? Das Ganze soll dem Lippenstift eben eine sehr coole Konsistenz geben. Und ja, deswegen bin ich auch mal sehr gespannt, was da so dabei rauskommt. So, und als erstes brauchen wir eine Schüssel. Ich habe mir jetzt einfach mal diese hier geschnappt. Und dann brauchen wir auch schon unsere Geheimzutat, und zwar Kaugummis. Ich packe die jetzt einfach mal aus und gebe sie auch schon direkt in meine Schüssel. Als nächstes brauchen wir etwas Vaseline und da schnappe ich mir jetzt auch mal einen Löffel und ja, ich hole einfach mal diese Menge hier raus. Und das gebe ich dann natürlich auch wieder in meine Schüssel. Obwohl, ich glaube, ich nehme noch ein bisschen mehr Vaseline. Ich hole jetzt einfach nochmal so ungefähr dieselbe Menge und gebe die jetzt dazu. Als nächstes kommt eine wirklich sehr, sehr coole Sache rein, und zwar Lebensmittelfarbe. Hier könnt ihr natürlich komplett variieren, was ihr machen möchtet. Ihr könnt auch rote Lebensmittelfarbe holen. Ich habe mich jetzt hier für blau entschieden, weil ich gerne einen blauen Lippenstift machen würde. Und ihr könnt natürlich auch in der Menge von der Lebensmittelfarbe variieren. Je mehr ihr reingebt, desto stärker pigmentiert wird auch euer Lippenstift sein. Und ich gebe einfach mal relativ viel rein. So, und was ich dann jetzt mache, ist diese ganzen Produkte hier etwas zu vermengen. Ja, eben auch nur so weit, wie es geht, weil die Kaugummis, ja, die möchten sich noch nicht ganz so vermischen mit der Vaseline und der Lebensmittelfarbe. So, und dann kommt das Ganze jetzt für 30 Sekunden in die Mikrowelle. So, und nach 30 Sekunden holt ihr dann dieses Schüsselchen raus und rührt das Ganze dann noch einmal um. Und dann kommt das Ganze wieder für 30 Sekunden in die Mikrowelle. So, und dann braucht ihr auch noch einen Lippenstiftbehälter. Ich habe mich jetzt einfach für diesen hier entschieden. Der sollte leer sein. Und da kommt dann jetzt unser Produkt rein. Und jetzt kommt das Ganze auch noch mal für ein paar Minuten in den Kühlschrank, damit der Lippenstift aushärten kann. Und somit hätten wir dann unseren fertigen Lippenstift, den wir jetzt auch direkt mal ausprobieren. Okay, stopp. Erstmal muss ich mal gerade etwas erzählen. Bei solchen Videos läuft natürlich nicht immer alles glatt. Und so war es auch bei diesem Video. Als ich nämlich diese Lippenstiftflüssigkeit dann in meinen Behälter gießen wollte, hatte ich, bevor ich diesen Behälter hier genommen habe, eigentlich einen anderen genommen. Und das ist dabei letztendlich rausgekommen. Der Lippenstiftbehälter ist einfach komplett geschmolzen an der Seite, sowie auch unten. Also der hatte nicht unten ein Loch, er war unten zu. Das ist halt einfach nur geschmolzen aufgrund der heißen Flüssigkeit. Das heißt, bedenkt bei diesem DIY, dass ihr nicht sofort diese heiße Lippenstiftflüssigkeit in einen Plastikbehälter gießen solltet. Das ist natürlich eigentlich logisch, aber ja, bei mir ist halt trotzdem das hier passiert. Das heißt, das war schon mal ein absoluter Fail. Und sowas passiert einfach. Ich finde es eigentlich ganz lustig. Außer, ja, dass einfach diese Flüssigkeit hier unten dann komplett rausgelaufen ist und einfach alles versaut hat. Aber mit dem anderen Behälter, mit diesem hier und mit ein bisschen mehr Wartezeit zum Abkühlen, hat das Ganze dann doch geklappt. Und wie ihr seht, ist der Lippenstift auch so richtig schön blau. Es ist jetzt natürlich relativ wenig Produkt da, weil das meiste Produkt hierfür ja schon irgendwie drauf ging. Ja, und da war halt nicht mehr ganz so viel da. Deswegen ist hier jetzt so ein bisschen weniger. Aber das soll uns natürlich jetzt nicht davon abhalten, das Ganze auch mal auf den Lippen zu testen. Und mal gucken, wie gut unser eigener blauer Lippenstift ist.
Lippenstift dann jetzt aufgetragen aus. Und ich entschuldige mich natürlich jetzt schon mal direkt dafür, falls ich irgendwie blauen Lippenstift auf den Zähnen haben sollte. Ich finde es irgendwie ganz cool. Es ist auf jeden Fall ein blauer Lippenstift. Das heißt, dieses DIY war tatsächlich so gesehen erfolgreich. Und das Ganze riecht auch extrem nach Kaugummi. Es fühlt sich auf den Lippen aber nicht so ganz an wie ein Lippenstift. Irgendwie schon ziemlich komisch. Es fühlt sich halt einfach wie so eine dicke Schicht an, die auf den Lippen liegt. Wie ihr es eventuell schon gesehen habt, lässt sich der Lippenstift viel besser mit einem Pinsel auftragen als so normal, weil er einfach mit dem Pinsel bei mir viel deckender war und ich das Ganze so dann auch einfach gleichmäßiger und genauer verteilen konnte. Dennoch muss man natürlich sagen, dass der Lippenstift, obwohl ich mir so viel Mühe dabei gegeben habe, ihn aufzutragen, nicht so super gleichmäßig auf den Lippen ist. Das heißt, man merkt schon irgendwie, dass das so ein selbstgemachtes Produkt ist und vielleicht jetzt kein 80-Euro Lippenstift. Auf jeden Fall fand ich dieses DIY insgesamt ja, sehr witzig. Irgendwie hat es mir voll Spaß gemacht, das zu machen. Und das Endergebnis finde ich halt eben auch sehr cool. Deswegen macht das Ganze doch auch mal nach. Und wenn ja, dann schickt mir ein Bild mit dem Hashtag JuliasDIYs einfach auf Instagram oder Twitter oder Facebook oder wo auch immer ihr möchtet. Und gebt dem Video natürlich auch sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr von solchen DIY-Test-Videos sehen möchtet, weil ja, ich finde das Ganze auch sehr, sehr cool. Oder vielleicht habt ihr auch einen Namen für diese DIY-Testreihe. Das wäre natürlich auch sehr cool, weil, ja, ich glaube, ich habe schon einige Videos zu diesem Thema online. Und ansonsten verlinke ich euch dann hier auch noch zwei andere Videos. Und zwar einmal mein DIY-Glitzerschleim, den ich letztens hochgeladen habe. Und darunter verlinke ich euch ein Video mit Social-Media-Hacks, also Tipps und Tricks für Snapchat, Instagram und Co. Und hier sind meine Social-Media-Seiten. Vergesst natürlich nicht, bei der Facebook-Verlosung mitzumachen. Und ich wünsche euch dann jetzt noch einen super schönen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.